Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Star Wars The Force Unleashed. Ich bin es, euer Adam Timmerfix. Wir befinden uns jetzt wieder in diesem richtig lustigen Kampf, wo die Gegner einen Nahspawn, die schon vor 10 Jahren besiegt haben. Unfairen Sniper, ach, ich will gar nicht drüber reden. Aber mir ist erstmal was Cooles aufgefallen, was sich hier befindet. Was ist? Unbegrenzte Energie. Oh, warum muss es genau das sein? Alle anderen Sachen wären besser, aber natürlich. So, ich finde die nicht mal. So, wo ist denn mein kleiner Sith Lord? So, ja, visiert. Tu den bösen Roboter anvisieren. Der ist verdient, Leute. So, zack, Sniper. Zack. Und dann noch dich. So, wenn du mich mal lassen würdest. So. Ja, Leute, was ist hier los? Wir sind hier auf einem Planeten und sind hier unserem Ziel immer noch. Ah. Lass mich los. Ah, so. Zack. Zack. Ja, wir wollen hier unser Ziel immer noch. Ach, der ist schon besiegt. 3 Schläge und der ist down. Ja, von wegen. Ich glaube, das war der gar nicht, oder? Ja, war es, aber komm, besiegen wir auch so. Zack, komm. Bam. Schön, die Schockwelle hat ihn nicht gestört. So, zack, zack, zack. Zack, zack. Und jetzt komm, können wir ihn schleudern? Ach, schade, können wir nicht, aber egal. So, wir wollen hier immer noch eine Allianz aufbauen, um den Imperator zu besiegen. Unser erstes Mitglied ist hier der alte Jedi Ram Kota, mit dem wir ja schon schöne Erlebnisse hatten. Wir haben ihm das Augenlicht genommen. Cool, jetzt ist er. Jetzt wurde er vom Automanium mitgeschleppt. Und wir haben ihn gefunden. Er ist natürlich nicht mehr der Alte. Was erwartet man, nachdem wir ihm hier das Augenlicht genommen haben? Aber wir haben ihn fürs Erste hier rekrutiert. Und ich hoffe, er schließt sich uns nun an. Alles Hirngespinste, Junge. Die Armee des Imperators ist unendlich. Sie werden dich vernichten. Oder Schlimmeres. Nichts wird sich ändern. Ihr solltet kämpfend sterben, statt in der Kantina zu ersaufen. Ich weiß nicht. Doch ich habe einen Kontakt im Senat, der dein Lichtschwert gebrauchen kann. Wo ist dein Schiff? Ich hatte schon Sorge, ihr würdet gar nicht mehr aufwachen. Ich wünsche es mir auch fast. Wir sind bei Kashyyyk. Ich finde das immer noch zu gefährlich. Der Planet ist unter der Kontrolle des Imperiums. Ich hoffe, euer Kontakt ist verlässlich. Ich vertraue ihm. Er hat mich in die Wolkenstadt geschleust und ist ein alter Freund des Jedi-Ordens. Aber du musst nur wissen, dass dort unten etwas ist, das ihm viel bedeutet. Hol es. Vielleicht hilft er dir dann gegen das Imperium. Was holen? Geduld, Junge. Wurden wir gesehen? Nein. Die Tarnvorrichtung ist voll funktionsfähig. Bringt uns runter. Wonach suche ich hier eigentlich, General? Wenn du es siehst, wirst du es schon merken. Kota, ich glaube, ich habe was gefunden. Was? Eine alte Hütte, aber sie ist mir vertraut. Ich spüre Dunkelheit und Trauer. Wende dich ab. Setze die Mission fort. Es gibt Dinge, für die du nicht bereit bist. Was ist da drin? Das weiß ich nicht. Ich habe die Macht verloren. Doch gehst du hinein. Bist du allein mit dem, was du vorfindest? Mhm.
habe ich dir nie gewünscht. Nichts davon habe ich mir für dich gewünscht. Verzeih mir, mein Sohn. Vater, nein! Juno an Starkiller. Ist alles in Ordnung? Wir hatten kurz den Kontakt verloren. Mir geht es gut, Juno. Ich bin nur etwas durcheinander. Also, ich registriere eine große imperiale Einrichtung direkt voraus. Was ihr sucht, wird sicher da drin zu finden sein. Und neue Gegner. Mit Schildern. Super gut. Das wollte ich haben, das freut mich und deswegen müssen wir ein paar Steine auf die werfen. So. Ja, Leute. Bevor ich hier unsanft unterbrochen wurde, am Anfang des Spiels da gewesen und haben ja hier als Darth Vader die Wookies in zwei geteilt. Nun kehren wir hier zurück an den Ort, wo hier scheinbar unser lieber netter Starkiller auch wahrscheinlich geboren ist. Wir haben ja am Anfang miterlebt, wie Darth Vader, also wir waren ja, der hier als Darth Vader seinen Vater getötet haben. Und nun kehren wir hier zurück. Schauen wir mal, was für Hilfe wir hier bekommen. So, zack. Und dann... Wupp. Ah, was war denn das für ein Wurf? So, und... Wupp. Oh. Was? Ich habe den gerade mit einem Schuss besiegt. Willst du mir das wirklich erzählen? Bossfights sind auch nicht mehr so das. Also... Bossfights sind auch nicht mehr so das, was sie mal waren. So, komm. Kannst du das... Komm, zack. So, das haben wir kaputt gemacht. Das haben wir kaputt gemacht. So, gut. Sesam, öffne dich. Das hat nicht so gut geklappt. So. Komm. Hast du noch einen kleinen Spalter? So, super. Und dann durchquetschen. Sehr gut. Aber ich finde euch voll blöd. Schaut euch mal an. Ich kann bei den allen nicht die Macht verwenden. Das ist echt fies. Zack. Bei dir kann ich immer die Macht verwenden. Das freut mich. So, was ist das? Schutzschilder. Okay, praktisch. Können wir gebrauchen. Oh, besonders deswegen können wir es gebrauchen. So. Wo kommst denn du her? Habe ich nicht getötet? Irre ich mich da? So, wunderschön. Schon wieder in den Rücken geschossen worden. So. Ey, die kommen aus dem Boden raus. Was sind denn das für Typen? Und ich wusste, dass das passiert. Ich wusste. Ah, ich wollte den extra nicht angreifen, wenn ich mir dachte, ja, der blöde Maxi fällt ja eh schon wieder runter. So, wir machen das jetzt mal anders. Zack. Ja, super Gesundheit wiedergestellt. Das freut mich. So, dann nehmen wir erstmal den hier. Zack. So, als erstes mal den Sniper weghauen. Dann natürlich wunderschön auf das Explosivfass. Geflogen. Und dann machen wir die hier alle mit unserem schönen Blitzkombo alle. So. Lernen fliegen. Bam. Leute, aber ich sag ja, also der Schwierigkeitsgrad von den Standardgegnern ist wirklich ums Tausendfache gestiegen. Also, davor haben wir die immer mit drei Hieben besiegt. Und jetzt sind da wirklich Gegner, bei denen wir wirklich aufpassen müssen. So. Da werden noch... Master, es ist ein Funkturm in der Nähe. Zerstören Sie ihn, um die imperialen Übertragungen in diesem System abzuschneiden. So, wunderbar. Jetzt, ich komme nicht an den ran. Was habe ich denn da gemacht? So, super. da hinten würde ich eigentlich ganz gerne hinkommen. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt rankommen. Wir hätten da vorher runterhüpfen müssen, oder? Zack. Oh, 10.000 Machtpunkte, sehr schön. So. Aber jetzt müssen wir ja den Weg zurückschaffen, um runterzufallen. Ja, nicht schlecht ist das. Runterfallen ist meine Stärke. Oh, das ist ja schlecht. So, zack. Er ist abgerutscht. Warum rutschst du ab? Scheiß auf die 10.000 Machtpunkte. Ich glaub, die werden eh gespeichert, wenn man stirbt. Na, wartet mal. Ja, den Videospeicher werden 8. Dann ist mir doch eh alles wurscht. So, weg. Du fällst auch gleich runter. So. Gleich ploppen die beiden Gegner hinter mir auf. Ich weiß es doch. So. So. Ich warte doch nur. Ah, Leute, ist mir alles zu wackelig hier. So. Bam, bam, bam. So, Leute, dieses Kombo ist so wichtig. So. Zack. Ah, da kommt dann auch mein unsichtbarer Typ. So.
Da, und? Jetzt bist du nicht mehr so mächtig, gell? Jetzt bist du nicht mehr so mächtig. So, ich schmeiß dich jetzt. Wo schmeißen wir dich denn hin? Schmeißen wir dich einfach nach oben. Schauen wir mal. Vielleicht überlebst du es ja. Ich will so einen Stoß locker flockig überleben. So, diesmal machen wir es richtig. Master, es ist ein Funkturm in der Nähe. Zerstören Sie ihn, um die imperialen Übertragungen in diesem System abzuschneiden. Guter Plan, Proxy. Wer macht tun? Davor machen wir was über den hier. Und machen das blöde Geschütz hier kaputt. So. Dann kann man das. Ja, das kann man schon ganz haben. Unverwundbarkeit. Naja, brauche ich jetzt eigentlich nicht. So, flieg. Flieg. Whoop. So, Stufenaufstieg. Wunderbar. Oh, okay. Vielleicht können wir es doch gebrauchen. Ah! So, wie machen wir das am blödesten? Der ist kaputt. Ha, der Turm ist kaputt. Sehr gut. So, und. Du bist jetzt runtergefallen. Egal. Ist mir nicht wurscht, ob du bist unten. Der Stein ist zu groß. Egal. Ignorieren wir die da oben. So, das Tor ist eh offen. Das ist gut. Wehren wir cool hier die Schüsse ab. Schauen uns um. Zack. So. Willst du dich nicht wo festhalten? Komm, vorher der eine Typ hat sich auch so schön festgehalten. So. Dann eben nicht. So, wenn ihr nicht wollt, dann will ich halt auch nicht. Gut, komm mal da hoch. Da komm mal hoch. Zack, zack. Komm schon, da komm mal dann. Ha. Macht die Energie wieder hergestellt. Ja, super. Schalten Sie den Funkturm. Ende mal was. Wie machen wir das? Draufhauen. Achso. Bist du stärker? Nur weil du jetzt rot bist, fühlst du dich cooler als deine Freunde. Laut imperialen Aufzeichnungen befinden Sie sich im persönlichen Quartier von Captain Ossix Stern. Den Disziplinarberichten zufolge wurde er nach Kashyyyk versetzt, aufgrund von außerdienstlichen Aktivitäten. Nett. Sorry, Wookie-Leinchen, ich wollte dich eigentlich nicht töten. Ich glaube, das habe ich jetzt gerade gemacht. So, schauen wir mal, wo sind wir denn hier? Das sieht ja ganz cool hier aus, der Raum. So, bam, weg mit dir. So, Wookie-Leinchen, habe ich dich getötet? Könnte fast sein. So, was ist denn das? Oh, so eine Jagdgalerie. Oh, Rexy. Siehst süß aus. So, du bist so ein Karpfen, Stier. Keine Ahnung, was du bist. So, das ist auch irgendwas Merkwürdiges, noch was Merkwürdiges. Cool, cool, cool. Oh, das sind diese Viecher aus Star Wars 2. Diese, die immer so merkwürdige Geräusche gemacht haben. Diese riesen Gottesanbeterinnen. Keine Ahnung, wie die heißen, Leute. So. Oh, wow, sehr cool. Oh mein Gott, und da ist er. Jar Jar Binks. Nixe Binksy, oder? Oh, muss ist der arme Binksy down, ey. Oh, ein Art, der arme Jar Jar Binks ist tot. Ach, Leute. Da müssen wir doch alle weinen. Da sind wir doch alle voll traurig. So, okay. Jar Jar Binks ist tot. Die Welt ist gerettet und wir können weiter. Ganz cool. Was ist denn das für ein Raum? Ich hätte wissen sollen, dass ein Attentäter kommen würde. Eine feige Taktik. Ich diene nicht dem Imperator. Ich bin mit Kota hier. Meister Kota ist tot. Er starb über Nar Shaddaa. Mein Vater... Euer Vater? Er ist Kotas Kontakt. Wie lange gibt er Kota schon Informationen über imperiale Ziele? Woher wisst ihr? Meister Kota hat überlebt. Er kam, um euch zu suchen. Gehen wir. Ich kann nicht fort, wenn der Planet versklavt bleibt. Seid ihr wirklich ein Jedi? Dann zerstört die Plattform. Wenn die Himmelsplattform fertig ist, bringt das Imperium Wookiee-Sklaven ins All. Dann werden sie ganze Dörfer in wenigen Tagen verschleppen. Das Imperium repariert sie. Ja, irgendwann vielleicht. Aber die Wookies hätten eine Chance zu fliehen. Fahrt mit dem Lift zum Waldboden hinunter. Es wimmelt dort von Imperialen. Was ist mit euch? Ist noch ein imperialer Transporter an der Landeplattform? Ja, aber ich glaube, der Pilot ist tot. Was soll ich denn mit einem Piloten? Juno, ich habe gefunden, was wir suchen. Hervorragend. Ich bin am Treffpunkt in... Noch nicht. Ich muss erst die Himmelsplattform deaktivieren. Ich nehme nicht an, dass ich euch das ausrichten kann. Meine Scanner registrieren imperialen Funkverkehr. Da sind Scharfschützen über euch. Das ist
Wunderbar. Okay, dann machen wir die Scharfschützen kurz platt, würde ich sagen. Okay, Prinzessin Leia, die Gute. Keck wie eh und je. So. Zack. Ah, verdammt. Ah, jetzt geht gerade mein Schild weg, oder? Jetzt gerade, wo der fette Jedi kommt. Der Jedi ist Sith natürlich. So. Oh, na, sorry, Wookies. Leider, man kann in diesem Spiel viel zu leicht eigenen Leuten Schaden zufügen. Das geht einfach viel zu schnell. So. Weg. Ich glaube, der ist besiegt. Und dann holen wir uns den Sniper. Zack. Okay. Noch mehr Wookies. Ganz cool, Leute. Schön, dass ihr auf meiner Seite seid. Auch wenn ich... Ja, nein, 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 nein. Ah, holen wir uns. So, die Machtfähre. Super gut. Gut. Dann weiter geht's. Alle hopp. Ist da oben? Nein, da oben sind wahrscheinlich noch mehr Sniper, oder? So. Kommen wir da irgendwie hoch? Nein, irgendwie nicht. Zack. Komm, komm, wir kriegen dich. Wir kriegen dich. Jetzt ja auf, einfach alle meine Schläge zu blocken. So. Erstmal kommen jetzt die Wookies frei. So, wenn ich sie nicht da direkt danach wieder ertöte. So, wenn ich jetzt einen Blitz raushaue. Schönes Kombi. Das war ein gutes Kombi. So, ich glaube, der sollte down sein. Und da warten wir das Sniper, okay. Ey, was. Der hat sich aber eiskalt am Boden festgehalten. Schau dich das mal an. Du bist mir ja cool drauf. Ich tue dich da mit der Macht hochheben und der hält da einfach am Boden fest. Und weg. So. Töt mal bitte hier deinen Freund, okay? So, jetzt bist du erstmal getasert. So, ich muss jetzt irgendwo... Oder warte mal, wir visieren den einfach an. So, wenn wir es hinbekommen, den anzuvisieren, was irgendwie nicht so leicht ist. Leute, die Sniper machen so viel Schaden. So, komm. Oh mein Gott. So. Jetzt kümmern wir uns erstmal um dich. Ah, warte mal, ich hab da was gefunden. Friendo, ich habe ein Geschenk für dich. Das war cool, Leute. Der hat mir jetzt gefallen, der Move. So. Gut gemacht, meine kleinen Wookies. Okay. So, meine Wookie-Armee. Weiter geht's, würde ich sagen, oder? Let's go. So, was ist da für ein cooles... Gesunde wiederhergestellt. Wunderbar, habe ich schon. Achtung, Eindringling. Hier ist Captain Ossix Stern und ihr, mein Freund, verletzt gerade eine Menge imperiale Vorschriften. Ist euch aber wohl egal. Ich würde mich gern persönlich mit euch treffen, wenn ihr einverstanden seid. Gerne doch. Aber davor müssen wir erstmal hier rankommen. Was macht denn der für Moves da, Leute? So, wir müssen erstmal wieder rauskommen. Okay, wir müssen ihn einfach... Also der Trick, was ich gerade versuche bei dem... Ah, verdammt. Ist ihn gegen die Wand zu hauen. So, zack. Und das war's schon. Haha, schön gegen die Wand haben wir ihn gehauen und das war's. Besiegt. Kein Problem. So, die Leitung, ihr seht ja, die... Warte mal, wo verläuft denn die? So, aber jetzt. So, und Stecker raus. Ja, Stecker raus. Und schon war's das hier von eurem coolen Zeug. Spielzeug. Vaporisiert, Leute. Ich liebe dieses Geräusch. So, weg. Habe ich dich nicht gerade getötet? Jetzt bist du sicher tot. So. Das sind wieder meine unsichtbaren Freunde. Nein, du bist gar nicht mein unsichtbarer Freund. Du bist einfach blöde. So. Zack. Zack. So regelt man das auf Sith-Art. Das ist wieder die Mörderdrohne. Die haben auch schon lange nicht mehr gesehen. Das. Ein Secret. So. Sie ist öffentlich. Und kommen wir da durch? Ja, müssen wir noch ein bisschen höher tun. Komm. Ja, und wunderschön um. Oh, Mann, das Ding. Eine Machttalentsphäre schon wieder. Sehr gut. Oh nein. Nicht du. Oh. Hammer cool, Leute. Bitte Unverwundbarkeit. Übrigens, Energie bringt mir eigentlich gar nichts. Na doch, eigentlich würde es mir was bringen, wenn ich nicht alle 3 Sekunden durch die Luft fliegen würde. So, komm, vielleicht visierst du auch mal den Typen an. Es ist so unglaublich, Mann. Wie man einfach nie den richtigen Typen anvisiert. In dem ganzen Spiel. So, und jetzt ist meine Macht gleich leer und gleich sind wir down. So, und ich bin down, Leute. Oh, Leute, war das knapp. Oh, das war viel zu knapp. So, Wookie. Kannst gerne rauskommen. Bist mir zwar jetzt keine Hilfe mehr, aber egal. Oh, war das knapp. So. Der nächste.
So, wenn da jetzt keine volle Energie ist, dann haben wir eh verloren. So, bitte, 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 bitte. 10.000 Machtkristall. Yo, will ich nicht. Brauche ich nicht. Ist das denn da noch ein paar Wookies? Ja, sehr schön. So, ich weiß zwar nicht, wo du hinhüpfst, mein Freund, aber egal. So. Okay, wir haben... Achso, warum haben wir jetzt wieder Energie voll? Keine Ahnung. Schmeiß mal einfach mal was gegen den. Ach gut, der ist schon heim, heap down, der Wookie. Ich kann seine Schläge nicht blocken. Und er wollte mich jetzt auch noch greifen. So, jetzt habe ich meinen Wookie-Freund habe ich jetzt getötet, oder? So, natürlich. Warum, Wookies? Ihr seid doch so süß. Oh, das ist mal tot, das ist mal tot, das ist mal tot. Bam, schmeißt mich da in die Wand. Jetzt haut er nochmal auf mich drauf, während ich mich nicht wehren kann. Ah! Oh! Drecks imperiale Aufräumtrippen. Ich hasse euch so abgrundtief. Ihr seid die furchtbarsten Gegner überhaupt. So, Tür auf, weiter geht's. So, Leute, ich würde sagen, bevor wir aber nun hier weiterkämpfen, machen wir einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann ja weiter mit Star Wars The Force Unleashed. Bis dann, haut rein, euer Damn Team of X. Ciao!